Ihr Zuhause ist die Natur. In 4 Episoden begleiten wir 3 Bergsportler bei ihrem Winterabenteuer. Über der Baumgrenze und bei Minustemperaturen. Mit dabei der Tino, leidenschaftlicher Iglobauer. Der Nicola, sein Hobby ist Eisfischen. Und der Samuel, der Tourenski-Enthusiast. Eine Übernachtung für aussen, die Nacht vom gefrorenen See und einen steilen Aufstieg wartet auf sie. Nur als Team können sie diese 2 Tage meistern. In der letzten Episode hat die Gruppe ein Iglu gebaut. Der Schlafplatz steht. Natürlich muss man immer sehr gut aufpassen, wenn man auf einen gefrorenen See rausläuft, weil die Eisdecke können zu dünn sein, sodass man einbricht oder sie schwache Stellen haben. Ist jetzt hier in diesem Fall gar nicht das Problem, weil wir wissen, dass der See genug gefroren ist. Da ist etwa 70 cm dicke Eisschicht oben drauf. Also da könnte eigentlich ein Jumbojet drauf landen. Jetzt, wo wir die gute Stelle gefunden haben, geht es darum, die Löcher zu bohren, die vorzubereiten, dass man dann anfangen kann fischen. Ganz ehrlich, die Fischerei allein ist etwas langweilig. Es geht mir halt mehr ums Ganze drumherum. Zuerst mal die Schneeschuhwanderung, um überhaupt zum See anzukommen. Dann die schöne Landschaft, mit guten Kollegen auf dem See sein. Und wir fühlen mich konzentriert daran, weil das einfach so die spannendere Methode ist, etwas mehr Spass macht. Du kannst die ganze Zeit aktiv führen, du hast die Route immer in der Hand. Du kannst mit deinen eigenen Bewegungen im Köder Leben einhauchen quasi. Für mich ist das eine Premiere. Beim Zuchenlaufen haben wir schon andere gesehen, die Fisch gefangen haben. Und ich glaube, das kommt gut, da verrutscht man schon noch etwas. Jetzt tun wir da schön fein weiter zittern, bis einer beißt. Fische haben gerne zum Beispiel Buchten oder Bachinläufe. Einfach Orte, wo es nicht langweilig, flach und monoton ist, sondern ein bisschen Abwechslung drin ist. Das ist schon mal ein guter Punkt. Jetzt hat gerade einer gebissen. Fisch sofort betäuben und dann rausnehmen. So schnell und human stirbt der Fisch in der industriellen Fischerei nie. Die Sportfischerei ist immer noch die humanste und schonendste Art, den Fisch zu fangen. Die Temperatur ist noch mal ein wenig geheilt. Inzwischen ist es 7 Grad minus. Rund 1 Stunde hat die Gruppe noch. Nachher wird es dunkel. Wenn ich jetzt hier einen Fisch gefangen habe, würde ich jetzt heute sagen, dass ich das machen. Wäre so ein Tag, würde ich lieber den Schnee genießen, ein paar Powder-Abfädchen machen. Ja, ich bin schon einer, der eher ein bisschen Bewegung und Auslauf braucht. Ich nicht gerne lang sitzen, dann stehen wir das Fiedeln weh. Das Anfängerglück beim Fischen, das gibt es wirklich, das habe ich schon sehr oft erlebt. Wenn ich mit den Leuten gehe, die es nicht können, dann gibst du eine Route in die Hand, sie probieren es zum ersten Mal. Und für gerade einen viel schöneren Fisch, als du in den letzten, weiss nicht wie viele Jahre, je gefangen hast. Das gibt es wirklich. Und das sehen Sie in der nächsten Episode. Der Hobbyfischer Nicola hat das Kochrezept neu interpretiert. Mit dem Wind und mit meinen kalten Fingern habe ich ein bisschen zu viel Salz drauf gekriegt. Und ein Zusammenrücken im Iglu. Das und mehr im dritten Teil beim Winterabenteuer in den Bergen.